Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt, die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Barry würde Sarah nicht erschießen, das wussten beide. Sobald sie keine Chance mehr hatte, Wake einzuholen, gab er ihr die Waffe, setzte sich auf den Boden und schirmte sein Gesicht vor dem unerbittlichen Schein des hellen Raumes ab. »Ich glaube nicht, dass ich ihn je wiedersehe«, sagte er leise. Sarah konnte nicht auf ihn wütend sein. Und er hatte vermutlich recht. Ich musste das Tor öffnen.
Ich musste den Container aus dem Weg räumen. Der Aufzug musste doch in Gang zu bringen sein. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus, vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam.
Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ich werde es Ihnen niemals geben. Thank you.
Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nichts, das ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Thank you.
Hör! Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Kehren Sie um!
versagen. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Hey. Komm wieder ins Bett, Tom. Oh.
verlass dich. Was? Es tut mir leid, Aerie. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Was? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu sehen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an. Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Ich konnte Alice Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung, es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Nein!
Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Thank you.